Eine der Hauptprioritäten ist die größte Krise unserer Zeit, die Klimakrise. Wir könnten jetzt stundenlang darüber diskutieren, aber die große Errungenschaft ist nicht eine einzelne Jahreszahl, ist auch nicht eine einzelne Tonne CO2, sondern die große Errungenschaft ist der Systemwechsel, den wir da anstreben, indem wir deutlich machen, alle Ressorts in dieser Bundesregierung, alle Teile dieser Gesellschaft sind mit dafür verantwortlich, aber können auch im positiven Sinne dazu beitragen, Deutschland als eins der ersten Industrieländer dieser Welt klimaneutral zu machen. Und das ist unser Auftrag. Ob wir ihn schaffen werden, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, das wissen wir heute nicht, weil wir nicht Hellseher sind, sondern das werden wir in 4, in 10, in 20 Jahren tun. Aber es nicht anzufangen, jetzt zu verändern, das wäre nicht nur das Gegenteil von Politik, sondern das wäre das Gegenteil von Freiheit. Und deswegen ist unsere Aufgabe, das jetzt gemeinsam anzupacken.